Herzlich willkommen zurück hier zu Outland. Ich bin hier in der City, in der Stadt der Toten. Der City of the Dead. Und es ist mal wieder eine neue Aufnahme. Und ich muss erstmal wieder mich ein bisschen reinfinden. Aha. Bunte Stacheln bedeuten genau das, was ich dachte. Hinfort mit dir, Gegner. So, bisschen Anlauf holen. Hey, cool, stimmt, den Blauen kann ich einfach ignorieren. Der macht mir ja nichts. Also, solange ich ihn nicht anfasse. Ich kann aber auch den hier machen. Hey, gefällt mir. Finde ich gut, dass ich da gleich mehrere auf einmal treffen kann. Insbesondere auch mehrere von verschiedener Farbe. Okay. Ach so, natürlich. Okay, verstehe. Links ist rot, rechts ist blau. Verdammt, und oben ist wieder rot. Wie gemein. Komme ich denn da irgendwie dran vorbei? Nöp. Oder doch? Doch, ja, klar, natürlich. So, nämlich. Und jetzt schnell weg. Na? Nein! Jetzt geh weg! Das Blöde ist, ich kann mich ja jetzt hier auch nicht blau machen. Jetzt. Jetzt. So muss das sein, genau. Die Frage ist nur, kriege ich hier überhaupt irgendwas? Weil hier ist er zu. Das heißt, die Antwort darauf ist wahrscheinlich ein Nein. Na, klasse. Ach je, wo muss ich denn dann hin? Ach so, ich muss einfach nur hier aufmachen. Ich Depp. Hätte ich auch sehen können, dass hier so ein Schalter liegt. Naja, gut, liegt. Ist jetzt vielleicht das falsche Verb. Aber im Prinzip, ne? Ihr wisst Bescheid. So, da oben kommt erst der blaue. Kann ich da hoch? Ja, ich kann da hoch. Ja, ich kann da hoch. Ist ein ziemlicher Umweg. Aber, okay. Ich korrigiere. Ich kann da doch nicht hoch. Hä, wie komme ich denn dann da hoch? Keine Ahnung. Klappt aber gerade jedenfalls nicht. Autsch, das war zu nah dran. Was haben wir hier? Ein Challenge-Teleporter. Wie benutze ich den? Das würde ich jetzt nochmal gerne. Na? Oder ist das dieses Multiplayer? Ach, ich glaube, das ist Multiplayer. Also, falls irgendwer von euch Lust hat, das hier Multiplayer zu spielen, schreibt mal einen Kommentar. Ich würde da vielleicht mitmachen. Ja, doch, warum nicht? Ob wir das dann aufnehmen, keine Ahnung, aber mitmachen. Zum Spaß. Auf jeden Fall. So, schnell durch. Ich schätze mal, dass die Stacheln mir trotzdem wehtun, ne? Auch wenn ich hier vielleicht ihre Farbe nehme. Yikes! Na. So. Ich denke mal, bei den Stacheln ist es wirklich nur reingefahren oder rausgefahren. Und sie tun mir weh, unabhängig von der Farbe. Nicht so wie die. Na, diese Kugeln hier. Treffen mich hier? Ja, die treffen mich hier. Schade. So, wie komme ich da hoch? So komme ich da hoch. Ja, das passiert, wenn man zweimal drückt. Kann ich da...
Das sieht so... Ne, klappt nicht. Das sieht immer so instabil aus, der Boden da. Ein Guardian Key. Sehr schön. Nur... Wo war das? Wo war das Tor? Da muss ich jetzt wieder zurück. Okay. Komplett wieder zurück. Das ist ja dämlich. Kann ich da nicht irgendwie abkürzen oder so? Ah, jetzt komme ich da hoch. Ich verstehe. Dann wäre ich gerne einmal blau. Den hier zu töten. Hier weiter? Ja, da geht's weiter. Also will ich mal hoch. Da drüben? Genau, da war ich schon. Das ist dieser große Raum. Und hier unterhalb von mir gibt's nichts. Okay. Na! Nö, ohne mich. Ah, ich muss da... Da rüber, nach rechts. Den habe ich voll übersehen. Ja. Ist die riesig. Autsch. Kleine Viech hat so eine große Münze dabei. Ich wüsste ja gerne, wie die da reinpasst. Das hier sieht echt so aus, als könnte ich da irgendwie rein. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt da nichts. Vielleicht von unten her. Aber das geht auf jeden Fall. Na, guck mal. Aber hallo, ist das... Ich bin ja nicht blind. Höchstens ein bisschen unfähig, aber nicht blind. Ne? Unfähig und so. Und rüber und dann... Oh mein Gott, war das knapp. Aber ich hab's geschafft. Yeah. Und immerhin habe ich jetzt auch meine Frage beantwortet, damit wie ich da oben rumkomme. Moment, gibt's da oben was? Da ist so eine kleine Einbuchtung. Vielleicht ist da irgendwas, aber... Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Guck mal. Gut. Das war ja... gar nicht mal so einfach. So. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist denn... Ach, da unten links. Ach, genau. Da war ich doch in der letzten Folge. In der vorletzten Folge, glaube ich. In der vorletzten war es. Explodier mir hier nicht ins Gesicht, ne? Oh, hier kann ich mich heilen. Sehr schön, da warte ich mal kurz. Und trinke einen Schluck Tee nebenbei. Edge Badge, du kannst mir nichts. Aber ich dir. Na. Oder täusche ich mich da gerade? Ja, vielleicht täusche ich mich da auch gerade. Nee, also da habe ich definitiv schon versucht reinzukommen. Das ist schon ein bisschen dumm, oder? Rennt einfach in die falsche Richtung. Nein! Knapp daneben, aber es hat geklappt. Ach so, ich habe ja das Ding schon, den Schlüssel. Ja, dann gehe ich da doch mal durch. Und ich schätze mal, da kommt der nächste Boss. Boss, the High Priestess. Ja, da ist sie. Ich werfe mal einen Blick rein. Ich habe Angst. Oh.
von der Seite kommt es jetzt. Das ist ja fies. Ich dachte gerade, es kommt immer schön von oben, bitte. Und ich kann mich dann einfach unter den Plattformen verkriechen. Aber wenn es seitlich kommt, bin ich ja hier auf diesen seitlichen Plattformen relativ sicher. Weil ja... Autsch! Sind wir dazu? Okay. So viel dazu. Ich wollte gerade sagen, da bin ich sicher, aber... Da hatte ich nicht damit gerechnet, dass sie einfach mal den Boden einreißt. Au, jetzt sind mir die Plattform weg. Autsch! Ich dachte gerade, ich falle da runter. Hoch und wow! Was? Ach so, ah! Nein! Plattform, sondern immer die, auf der ich gerade stehe. Okay. Häpp. Einmal rüber. What? Das geht durch die Plattform durch. Wie gemein. Wenn ich runterfalle. Das fände ich ja nicht so geil. Das wäre ja dann langweilig. Habe ich ein Herz verloren? Ich meine, in der Aufnahme. Wahrscheinlich habe ich ein Herz verloren oder so. Ey, ich werde durch. Kommst du her? Hä, was? Nein? Da hat gerade mein Gamepad irgendwie rumgesponnen. Sorry. Hui, das war glaube ich knapp. Die Hand wollte mir gerade die Plattform unter dem Hintern wegziehen. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht springen. Ich kann nichts tun. Ich kann die Farbe wechseln. Ah, ich kann auf die Karte schauen. Immerhin. Und jetzt. Once the High Priestess led the gods in their holy rites. She knew the secrets of the heavens and the earth, blessing their creation, and she studied the cycle of ages. Alas, she learned too much and sought to join in the unmaking of all things. Who will sing the sacred songs now that the High Priestess is gone? Ja, ich kann mich jetzt teleportieren mit den Teleportern. Und stimmt, ich war schon länger nicht mehr hier. So, ich kann mich jetzt hier erstmal teleportieren. Crossroads of the Worlds, da bin ich gerade. Jungle Highlands, was ist das denn? Das ist der Dschungelanfang. Hier unten ist die Unterwelt, in der ich gerade war. Gut. Ich würde das Ganze aber erstmal lassen, denn ich habe ja jetzt hier endlich die Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Das hatte ich ja schon länger mal vor, da durchzugehen. Hat aber ja leider nie funktioniert, weil ich nicht rot war oder nicht rot werden konnte. Also da unten gucke ich mal eben noch hin.
Genau, Moment, da ist jetzt offen. Will ich jetzt erst hoch oder will ich erst da rein? Ich glaube, ich will erst hoch. Wenn die Markierung da unten ist zum Reingehen, dann will ich da erstmal hochgehen. Ah, okay, hier ist ein Jump Pad. Da komme ich wohl dann doch nicht weiter. Hey, da kriegen. Komm, da bin ich doch selber schneller, oder? Das wäre doch gelacht. Ja, okay, vielleicht nicht. Ja, vielleicht doch. Nein, hier ist zu. Na gut. Dann muss ich halt eben doch hier runter. Darüber komme ich leider nicht ohne Jump Pad. Okay, gut. Dann folge ich halt eben doch der Markierung. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge im nächsten Level. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.